Hallo und herzlich willkommen zur astrologischen Prognose für den September 2024. Ein spannender Monat erwartet uns. Der September fühlt sich an wie so ein Déjà-vu-Erlebnis. Der rückläufige Uranus bringt eine Phase voller Umbrüche und Überraschungen. Alte Machtstrukturen, die längst überholt sind, rücken wieder in den Fokus. Und als ob das nicht genug wäre, bringt die Finsternis geheime Informationen ans Licht. Politische Skandale und Korruption inklusive. Macht euch bereit auf einen Monat, der wirklich alles auf den Kopf stellen kann. Alles weitere und zu welchen Zeitpunkten es sich ereignet, erfährst du hier in diesem Video. Ich arbeite mit dem tropischen Tierkreis. Mein Name ist Jasmin Andres. Unten in der Beschreibung findet ihr meine Kontaktdaten. Ich stehe für Beratungen zur Verfügung. Ihr seht auch rot markiert, das ist der Zeitstempel. Guckt das Video einmal komplett ganz an und dann geh auch Woche für Woche auf die spezielle Minute und dann hast du jede Woche eine eigene Prognose, wo du es nochmal durchschauen kannst. Ich freue mich, wenn du meine Arbeit mit einem Like belohnst und den Kanal hier auf YouTube oder auf Telegram abonnierst, dann kannst du die Prognose alles nachlesen. Astrologie ist keine Wahrsagerei. Anhand der Winkelungen von Planeten lassen sich Themen und ihre möglichen Auswirkungen prognostizieren. Alle im Video gedeuteten Aspekte haben eine Mindestwirkungszeit von plus minus 4 Tagen. Schauen wir mal, was bisher alles eingetroffen ist. Die Lebensversicherung FWO Life Lux aus Luxemburg musste Insolvenz anmelden. Die Versicherung ist ein Tochterunternehmen mit Sitz in München. Deutsche Versicherungsnehmer wurden über die luxemburgische Tochter versichert. 285.000 Versicherte kommen nicht mehr an ihr Geld. Es geht um insgesamt einen Betrag von 9 Milliarden. Ich erwähnte ebenfalls, dass wir Massen von Insolvenzen erleben werden. Modekonzern Esprit hat ebenfalls Insolvenz angemeldet. Es werden 56 Filialen geschlossen. Damit es einem bewusst wird, im ersten halben Jahr, in 6 Monaten, haben in Deutschland 11.000 Unternehmer Insolvenz angemeldet. Es werden noch einige mehr kommen, allein schon durch die Rückzahlung der Corona-Hilfe wird es so manchem Unternehmer nochmal ein Fest geben. Am 2. August stand Finanzplanet in einer Spannung zu Venus. Ich übersetze diesen Aspekt. Vorsicht vor finanziellen Verlusten und es ist mit einigen Überraschungen zu rechnen auf dem Finanzsektor. Pünktlich an diesem Tag verbuchte der DAX den größten Kursrutsch seit einem Jahr und brach um 2,3% ein. Dann hatten wir am 5. August weltweit an der Börse einen schwarzen Montag, den größten Einbruch seit 35 Jahren, vergleichbar mit dem schwarzen Montag von Oktober 87. Zu diesem Zeitpunkt war Merkur rückläufig. Es war ein Vorbote. Es bleibt da dabei nicht. Es war spannend dann auch zu lesen, dass der Amazon-Gründer Jeff Bezos 15 Milliarden Dollar eingebüßt hat. Ich habe mich gleich dran gemacht und habe die Aktien angeschaut und habe gedacht, ja, zu dem Schnäppchen, da muss ich doch zugreifen. Und so habe ich das ebenfalls gemacht, aber dieses Jahr wird mir noch Möglichkeiten geben zum Zugreifen. Wie ich euch im letzten Video gefragt habe, möchtet ihr etwas von Finanzen etc. wissen, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ein separates Video aufzunehmen, wo es rein nur um die Finanzen geht, um die Struktur, Tech-Bereich und so weiter, damit ihr wisst, wann kann es in welche Richtung gehen, damit ihr eine Möglichkeit habt, um das nachzuvollziehen.
Ihr bekommt von mir präzise Daten mit einer energetischen Wirkungszeit, so wie ich hier sage, plus minus 4 Tage, außer ich erwähne etwas anderes. Wenn du dich freust, dass ich dieses Video mache, ich bin noch nicht fertig geworden, weil es ist. Ich will es bis Mitte nächstes Jahr machen. Eine große Recherche. Es ist ja auch eine große Verantwortung. Und dann könnt ihr da davon profitieren. Ich freue mich auf dein Feedback, wenn du mir das hier unten reinschreibst. Am 14. verbindet es sich dann Mars mit Jupiter. Hier geht es um den Kampf ums Recht und auch um die Meinung, Journalismus etc. Und die Macht türmt sich auf. Exakt am 14. kippte das Bundesverwaltungsgericht das Kompaktverbot, das Magazin darf vorerst weiter erscheinen. Hurra, wir sind ja in einer Demokratie. Telegram-Gründer Pavel Durovoc wurde am, vielleicht spricht man es auch anders aus, wurde am Pariser Flughafen festgenommen. Die Behörden werfen ihm vor, mit seiner verschlüsselten Nachrichten-App Telegram kriminelle Inhalte zu begünstigen. Telegram würde nicht, sie würden nicht gegen diese kriminelle Inhalte vorgehen. Kriminell ist, wenn du deine Meinung äußerst. Kriminell ist, wenn du etwas gegen die Regierung sagst. Deswegen wurde ja auch dafür ein Gesetz erlassen. In Bangladesch wurde die Regierung gestürzt. Der Hagel und der Starkregen haben wir ebenfalls erlebt. Am 16. hatten wir eine Mars-Saturn-Konstellation, die deutet große Verluste und Niederlagen an und man neigt so unerbittlich am Vorgehen. Es ist eigentlich nichts anderes wie eine Kriegskonstellation. Im Gaza-Krieg sind die Verhandlungen gescheitert, neue Angriffe gibt es jetzt im Norden. Israel verlagert den Fokus auf den Libanon. Am 18. August gab es eine Marco-Urano-Spannung. Diese bringt die Menschen zum Ausrasten. In Hamburg wurde ein Mann mit 3 Kopfschüssen am Hauptbahnhof regelrecht hingerichtet. In Solingen sind 3 Menschen verstorben. 8 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Es wird nichts gemacht. Wir haben täglich ungefähr 57 Messerattacken. Ihr dürft mich gern korrigieren. Es ist alles geplant, unsere Politik unternimmt nichts dagegen, sondern das Verbrechen wird importiert, um die totale Überwachung zu installieren. Du bist Gott froh, wenn es eine Kamera gibt, wenn du überwacht wirst, weil du hast ja nichts zu verbergen. Ja, und für dieses Szenario ist es ja für die eben gerade so gut. Denkt einfach drüber nach. Der 1. September, er beginnt mit einem rückläufigen Uranus. Der ist rückläufig bis zum 30. Januar. Merkt euch dieses Datum. Es ist für den Finanzsektor sehr, sehr wichtig. Uranus ist ein Sprengmeister. Alles, was dich in deiner persönlichen Freiheit einschränkt, wird er wegsprengen. Er will deine Freiheit. Jetzt darf man seine Komfortzone verlassen. Oft neigt man dazu, ja auch so falsche Ziele hinterher zu jagen. Er führt einem die Probleme mal so richtig vor die Augen. Und er zeigt dir auch, was falsch gelaufen ist, und er versucht auf eine radikale Art und Weise zu zeigen, wo du eine Korrektur vornehmen darfst, und er zwingt dich, eine Alternative darüber nachzudenken. Ich finde Uranus toll, da wird es einem ja nie langweilig. So, in Sachsen und Thüringen sind genau an diesem 1. September die Landtagswahlen. Und ich bin schon gespannt, welchen Ruckler es dann auch politisch tut. Am 2. September wandert nämlich Pluto zurück in das Zeichen Steinbock. Das heißt, die Macht erhebt sich zu ihrer machtvolle Art, zu ihrer machtvolle Struktur. Es geht um neue Gesetze. Ich habe die Macht. Das heißt,
Der Pluto war seit 2008 im Steinbock und jetzt kommt der Abschluss dieses Zyklus. Wir erleben noch einmal die Themen aus der Vergangenheit mit ihren überholten Machtstrukturen, um abschließen zu können. Interessant wird es jetzt vor allem auch an den Börsen. Ich gehe von einer Korrektur im Tech-Bereich aus, wer daran investiert ist, darf vielleicht überlegen, ob er Positionen reduzieren möchte. Den Neumond haben wir am 3. morgens um 3:55 Uhr. Dieser Neumond bringt eine Zeit der Reflexion und Neuausrichtung, besonders in den Bereichen der Gesundheit, Alltag und persönlicher Effizienz. Diese Phase lädt dazu ein, praktische Veränderungen vorzunehmen. Schnell kann allerdings auch ein Streit entstehen durch kritiklustiges, nörglerisches, unzufriedenes Verhalten. Beziehungen, die nicht standfest sind, könnten jetzt zerbrechen. Dieser Neumond steht in einer Spannung zu Mars und Neptun, also das heißt am gleichen Tag. Vermutlich ist der eine oder andere zart besaitet und auch körperlich nicht so belastbar. Es besteht die Neigung zur Selbsttäuschung, Unausgeglichenheit, Überempfindlichkeit und zu nervösen Störungen. Wir könnten uns in Wunschvorstellungen verlieren und auch ausgebeutet werden. Es gibt viele Menschen, die in ihrem Horoskop eine bestimmte Neptun-Konstellation haben. Die werden gerne ausgebeutet. Naja, aber sie lassen sich ja ausbeuten. Sie ziehen ja keine Grenze. Wenn du irgendwelche Tipp willst, ich bin für dich beratend da. Jungfrau steht für die Heilung und Mars auch für die Handlung. Neptun löst die Handlungskraft aus. Beispiel, aus gesundheitlichen Gründen kann oder darf man nicht handeln. Ferner deutet dieser Aspekt auch auf ein schwaches Immunsystem hin und auf eine Infektionsanfälligkeit. Im Weltgeschehen ist mit bösartigen Inszenierungen, Skandale, Korruption, Spionage und Falschmeldungen zu rechnen. Also der ganz normale Wahnsinn. Die Show von Kamala Harris in den USA ist im Übrigen auch eine reine Inszenierung. Sie ist die unbeliebteste Vizepräsidentin aller Zeiten. Deshalb braucht man andere, um ihr Image aufzupolieren. Sie hat versucht, Kennedy vom Wahlzettel zu entfernen. Man versucht, alle zu eliminieren. Dieser hat sich jetzt mit Trump verbündet. Und das ist das, was man Demokratie nennt. Wie in Deutschland. Demokratie ist es, wenn ich versuche, eine Partei beispielsweise in Form der AfD zu beseitigen. Ich versuche nicht etwas zu verbessern. Ich bin permanent nur im Angriff auf andere. Für euer Gedächtnis, der Anschlag von Nord Stream 2 fand ebenfalls unter solch einer Konstellation statt. Ferner deutet dieser Aspekt auf Lecks hin. Lecks auf hoher See in einem Schiff, an der Pipeline, an einer Ölplattform, was zu Gewässerverschmutzung oder einem Ölteppich führen könnte. Es ist auch gut möglich, dass Chemikalien aus einer Fabrik in irgendein Gewässer geleitet werden oder auch gelangen. Also das sind so diese hauptsächlichen Themen. Am 4. wechselt dann Mars in das Zeichen Krebs. Krebs ist so ein bisschen ein jämmerliches, emotionales Zeichen. Er verweilt da drin bis zum 3. November. In dieser Zeit handeln wir aus unserem Gefühl heraus. Er verstärkt das Bedürfnis, familiäre Konflikte, Beziehungen bereinigen zu wollen. Während der Zeit ist unser Temperament dann schon sehr eierig und wankelmütig. So können sich Konflikte doch dem hingegen in der Familie neu ergeben. Arbeiten im oder im häuslichen Bereich wäre vorteilhaft. Wenn du planst, irgendwas zu renovieren oder sonstiges, dann nimm wirklich absolut die Zeit. Die ist top, auch wenn du Gartenarbeit machst. Wir werden während dieser Zeit vermehrt die Anstiege der Hausverkäufe beobachten. Auf politischer Ebene werden wir zahlreiche Auseinandersetzungen innerhalb der Ampelkoalition
erleben. Am 7. setzt die Marco-Orando-Spannung morgen schon die Menschen unter Strom. Der Stresspegel ist hoch. Es ist wichtig, in dieser Zeit besonders klar und präzise zu kommunizieren. Reizt niemand, die Menschen stehen gnadenlos unter Strom, um auch Missverständnisse zu vermeiden und Fehler zu vermeiden. Unruhige Energien, die bringen einige Planungen durcheinander. Denkt immer, dann soll es halt heute so nicht sein, dann macht halt was anderes. Mit unerwarteten Nachrichten oder Terminabsagen ist zu rechnen. Wir hatten diese Planetenverbindung am 22. Juli und auch am 18. August. Technische Ausfälle können die Systeme stören, Abbruch von Internet oder im Bereich der Kommunikation, Satellitenschüsseln, TV-Übertragungen. Wertverlust im Finanzwesen ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Streiks, erneute Anschläge, Amoklauf, Verkehrsstörungen bei Bus, Bahn sowie möglichen Gefahren aus der Luft, vielleicht auch in Form eines Absturzes. Am 8. steht die Sonne Saturn gegenüber. Eigene Pläne, Ideen oder Vorschläge stoßen auf Widerstand oder Ablehnung. Versucht zu erkennen, was Probleme verursacht, wer oder was hinter dich und dann nimm für dich sinnvolle Korrekturen vor. Möglicherweise stolpert man über seine eigenen Schwächen. Neue Vorhaben müssen, dürfen überdacht werden. Und nutzt es wirklich für euch aus. Am 9. Läuft Marco wieder in das Zeichen Jungfrau, die Heimat des Perfektionisten mit seinem analytischen Verstand. Die Jungfrau steht auch für Buchhaltung und das Gesundheitswesen. Es ist eine Zeit, um Bilanz zu ziehen. Was funktioniert gut und wovon sollten ich mich lösen? Die Jungfrau ermahnt zur Vorsicht, 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 denkt an unseren Klabautermann. Im Gesundheitswesen könnten neue Richtlinien in Kraft treten. Vom 11. bis zum 16. September meint es die Planete gut mit uns und es lässt sich ganz viel erreichen. Die harmonische Verbindung zwischen Merkur und Mars, ihr seht es blau eingezeichnet, setzt am 12. starke Energien für geistige Aktivitäten frei. Dieser Aspekt fördert eine klare, rationale Denkweise, die uns ermöglicht, zielführende Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Die Planeten unterstützen konsequentes, zielgerichtetes Arbeiten, auch handwerkliche Fähigkeiten. Rot seht ihr die Spannung zwischen Sonne und Jupiter. Da schöpft man aus den Vollen, nichts ist gut genug, man haut mal so richtig auf den Putz und ist schnell überheblich und leichtsinnig. Eine schöne Zeit für Liebe und für interessante Begegnungen beschert uns Venus und Jupiter dann am 15. Schon echter Glückstag, merkt euch das. Finanzielle Investitionen sind begünstigt, sofern im persönlichen Horoskop nichts dagegen spricht. Angesagt ist alles, was Freude macht und Anlass zum Feiern bietet. Wenn du Lust hast, auf eine Party zu gehen oder eine Wohnungsfeier, Wohnungseinrichtung, Geschäftseinweihung, dann ist diese Zeit optimal. Die Zeit ist auch gut, um Reise zu buchen oder um sich etwas Schönes anzuschaffen. Den Vollmond in den Fischen haben wir dann am 18. September, genauso wie eine partielle Mondfinsternis. Der Fischemond, der verwischt so ein bisschen die Grenzen und es macht leichter, in andere Gefilde abzutauchen. Neptun verschleiert die Realität, was zu Falschmeldungen, Falschmeinungen führt und weiteres Misstrauen verstärkt. Manche Menschen erleben mehr Alltagssorgen und emotionale Probleme, während andere neue Energie und Kraft schöpfen. Die Zeit bietet auch die Möglichkeit, in spirituelle Welten einzutauchen. Der starke Neptun-Einfluss bedeutet auch Betrug am Volk, weil dieser Neptun in Spannung mit Mond steht.
Es bedeutet aber auch Flucht des Volkes und Ausgrenzung. Rechnet damit, dass diese Mondfinsternis und der Vollmond wieder etwas damit zu tun hat, mit Hetzjagden, um eine gewisse Gruppierung auszugrenzen. Flüchten und verlassen tun sehr viele Menschen dieses Land, in dem ich lebe. Am 18. September erfolgt in den USA der mit Spannung erwartete Zinsentscheid. Ich gehe davon aus, dass es eine Zinssenkung gibt und diese wird um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit verkündet. Achte dann bitte auf die Börsen. Bei einer Zinssenkung wird der Markt negativ reagieren, weil man von einer wirtschaftlichen Schwäche ausgeht. 10 Minuten später, um 4:44 Uhr, haben wir dann die partielle Mondfinsternis in den Fischen. Zu sehen in Europa, Großteil von Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika etc. Schaut auch die grafische Karte an, wo diese Finsternis zu sehen hat. In diesen Bereichen hat sie eine extrem starke Wirkung. Eine Mondfinsternis bringt ganz große Veränderungen, geheime Informationen wie politische Skandale und Korruption ans Licht. Politische Ehren gehen zu Ende, wirtschaftliche Krisen und geopolitische Spannungen können heftig zunehmen. Naturkatastrophen jeglicher erdenklicher Form, wie Erdbeben, Tsunami, Überschwemmungen, extreme Wetter sind möglich. Bis Monatsende könnten die Finanzmärkte sehr bärisch darauf reagieren. Gelb habe ich eine Drachenfigur einzeichnet, die zu dem Zeitpunkt der Finsternis stattfindet. Die Drachenfigur symbolisiert eine Zeit intensiver Transformation und Neuausrichtung. Die Energie des Drachenmusters verstärkt nämlich die Wirkung der Finsternis, indem sie sowohl Chancen für Wachstum und Harmonie als auch Herausforderungen betont, die überwunden werden müssen. Es ist eine Phase, in der verborgene Talente und Potenziale aktiviert werden können, oft durch äußere Ereignisse, die Veränderungen oder Entscheidungen erfordern. Diese Finsternis hat eine Mindestwirkungszeit von 3 Monaten. Merkur steht gegenüber von Saturn im Zeichen Jungfrau, was oftmals schlechte Nachrichten bringt, die uns ein Stück weit deprimierend und auch Zweifel verstärken. Das Gefühl der Ausweglosigkeit, ich sehe keinen Weg mehr, entsteht oftmals. Pläne und Vorschläge stoßen auf Widerstand. Es gibt immer ein Thema, das du in deiner Persönlichkeit hast, wenn du mit etwas nicht vorankommst. Wenn du selber nicht auflösen kannst, ich stehe für Beratungen dann einfach zur Verfügung. Ich gebe dir Tipps, aber es bedeutet immer, dass du etwas verändern kannst. Meine Tipps, meine Lösungen muss kein Mensch annehmen, aber ich kämpfe auch nicht, dass du in deinen Weg für dich reingehst, sondern ich präsentiere es dir alles ganz klar und deutlich. Jungfrau ist auch ein Gesundheitszeichen. Pluto, die Macht im Rückwärtsgang, könnte ein Déjà-vu-Erlebnis ausleben. Deshalb gibt es von mir nochmals eine Art Erinnerung, damit es wirklich niemand vergisst und jedem bewusst wird. Bei der Öffnung der ungeschwärzten Corona Protokolle stand nämlich fest, dass der Spruch, die Pandemie ist eine Pandemie der Ungeimpften, überhaupt nicht korrekt ist. Die Ungeimpften, die wurden dermaßen drangsaliert, diskriminiert, beschimpft. Die Freiheitsrechte wurden entzogen. Und jetzt muss man wissen, das war von der Politik gewollt. Man möchte die Menschen spalten. Und der Versuch, die Menschen zu spalten, geht weiter. Pluto geht in das Zeichen Steinbock oder hält sich zu dem Zeitpunkt auf. Es beginnt eine Hetzjagd
Und man hat zum damaligen Zeitpunkt eine Hetzjagd betrieben. Die Impfung war eine politische und keine medizinische Entscheidung. Vielleicht war es ein Probelauf zur Kontrolle über die Menschen, weil das RKI ist eine weisungsgebundene Behörde. Die dürfen euch nur erzählen, was die Fürzler aus Berlin so alles vorgaukeln. Die WHO wollte ja im Mai diesen Pandemievertrag, wo alle 194 Länder unterschreiben sollten. Hat halt nicht klappt. Die WHO ruft jetzt wegen Mpox die höchste globale Alarmstufe aus, um die nächste Pandemie voranzutreiben. Ja, man muss ja seine Kampagne machen. Die Pharmaindustrie, achtet mal auf die Aktie der Pharmaindustrie, die sind in einem Desaster und die werden jetzt wieder steigen. Affenpocken sind in Wirklichkeit eine Gürtelrose und das ist die Nebenwirkung der C-Impfung. So sagt man. Die Sonne verbindet sich harmonisch mit Uranus am 19. Der Ruf nach Freiheit ist groß. Bei Angeboten, die das unterstützen, deine persönliche Freiheit, solltest du sofort zugreifen. Die Selbstverwirklichung ist begünstigt und kann locker umgesetzt werden. Alles, was wir nicht mehr benötigen, darf gehen. Es lohnt sich, auf seine eigene Intuition zu achten und dann einfach laufen lassen und die Tür aufhalten. Unter diesem Aspekt werden auch oftmals die Astrologe geboren oder astrologische Anlagen aktiviert. Es ist mit revolutionären Erfindungen zu rechnen, die, ja, wo die ganze Menschheit komplett verändern könnte. Sonne, das Ich wird durch Neptun geblendet am 21. Enttäuschungen sind verkleidete Lehrmeister, versteckte Geschenke, die uns durch ihre Lektionen näher zu unserem wahren Selbst führen. Ohne sie würden wir weder den Wert der Freude erkennen, noch hätten wir die Gelegenheit, uns irgendwie weiterzuentwickeln. Das kann der ganz persönliche Tag der Erkenntnis werden. Merkur, unser Denker, unsere Worte, wird durch Jupiter so richtig aufgeblasen. Ich sage immer, es ist der typische Tag für Sprücheklopfer, überzogene Versprechungen oder Verträge, die gar nicht gehalten werden können. Es ist gut, wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert. Politisch können Konflikte durch Religionen oder Besserwisserei erneut ausarten. Die Sonne verbindet sich am 22. günstig mit Pluto. Ihr seht es blau eingezeichnet. Es ist eine enorme, kraftvolle Konstellation. Es lassen sich sehr viele Dinge umsetzen, wenn man sich so richtig dafür ins Zeug legt. Diese besondere Tatkraft sollte man wirklich nutzen, um wichtige Vorhaben auf den Weg zu bringen, Veränderungen in Gang zu setzen. Wir sind Schöpfer unserer eigenen Wirklichkeit. Brandenburg wählt am 22. September seinen Landtag. Die Sonne betritt das Zeichen Waage und zwar um 14:43 Uhr. Wir begrüßen das Ereignis der Tag- und Nachtgleiche. Das Zeichen Waage ist für ihre Liebe zur Harmonie, Schönheit und sozialen Verbindungen bekannt. Nutzt diese Zeit, um Beziehungen zu pflegen, Konflikte zu lösen und Friede in dein persönliches Leben zu bringen. Es ist eine großartige Zeit, kreative Fähigkeiten zu entfalten und die Umgebung etwas schöner zu gestalten. Wenn dein Liebes- und Finanzplanet Venus mit Pluto im Clinch liegt, wird es anstrengend und sehr herausfordernd. Wir hatten diese Planetenverbindung schon mal am 1. Mai. Dort, wo die Eifersucht tobt, kann es zu unschönen Trennungen kommen. Ich mache immer so, man ist ein Kopf kürzer. Das erleben wir immer wieder in den Schlagzeilen. Streitlust ist angezeigt, man geht die Decke hoch, Verträge, Absprache können platzen. Schulden für die Volkswirtschaft und Eigentumsverluste sind die globalen Themen.
Denkt dran, der Nutzlastenausgleich wurde von der CDU 2019 beschlossen und abgeändert. Die aktuelle Ampelmenschen haben es dankend angenommen. Das heißt, der Great Reset, die Entmachtung, Enteignung ist im vollen Gang. Vielleicht geben die Gemeinden den Hebesatz der Grundsteuer bekannt. Dieser wird mit dem Bodenwert multipliziert. Der Hebesatz legt dann im Übrigen jede Kommune individuell fest. Das ist so ein bisschen wie russisch Roulette. Pluto rückläufig im Steinbock, das sind die alten Machtstrukturen, zerstörerische Kämpfe im Bereich der Finanzen. Und sie müssen sich etwas einfallen lassen. Sie brauchen unser Geld, damit sie das Geld in andere Länder verschenken und ausgeben können. Ich frage mich, ob die ganze Munition, die hier auch verballert wird, ob die auch klimatauglich ist oder was entsteht da hier. Man verkauft mir der CO2-Fußabdruck, den die Banken einführen sollen, und man soll auf dessen das achten, und hier wird Munition hochgeballert für sein persönliches Ego, na, eher um die Wirtschaft umzubauen. Also, wir werden Machtspiele haben im Bereich der Lebensmittel. Wir werden wieder leere Regale sehen im Supermarkt. Es ist ein typischer Preiskrieg. Die Landwirtschaft wird neue Richtlinien erleben, neue Auflagen, wo sie an die Kandare genommen wird. Ansonsten ist mit terroristischen Aktivitäten, Entführungen zu rechnen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Höchste Vorsicht im Finanzbereich. Ihr wisst, ich versuche so schnell wie möglich mein nächstes Video, was sich nur um die Finanzen handelt, fertig zu bekommen. Und ich freue mich immer über Feedback, genau, was die Sache und auch dieses Video betrifft. Am 23. betritt dann Venus das Zeichen Skorpion und bleibt bis zum 10. November zu Besuch. Wenn die Venus in das Zeichen Skorpion reingeht, ist es wie Venus Pluto. Ja, du kannst es positiv, du kannst es aber auch auf der anderen Seite spüren, in Form mit Liebe, Leidenschaft. Das Skorpion, da heißt es alles oder nichts. Ja, das heißt, ich nehme es komplett und ganz oder gar nicht, ja. Und das sind diese hauptsächliche Themen. Man neigt in der Zeit aber auch zu sehr vielen Gefühlsabenteuer. Es ist eine sehr magische Zeit mit Anziehungskraft, was wir ausüben auf unsere Mitmenschen. Das ist auch eine Zeit für ein extremes Risikobewusstsein in finanziellen Angelegenheiten. Und ich sage bitte vorsichtig. Es lassen sich strategische Allianzen bilden. Hinter den Kulissen werden neue wichtige Entscheidungen im Finanzsystem getroffen. Vielleicht geht es um weitere Regulierungen. Die werden erst später an die Öffentlichkeit kommen. Bitte vergesst es nicht. Durch die positive Verbindung mit Merkur und Uranus am 24. können Probleme gelöst werden. Eine Zeit, die ein bisschen Flexibilität erfordert. Neue Verträge, Absprachen, die können alles eingegangen werden, aber bitte, man muss prüfen. Merkur steht mit der roten Linie in Spannung zu Neptun. Nepper, Schlepper, Bauernfängerei auf höchstem Niveau. Achtet, wenn ihr irgendwelche Nachrichten bekommt. Die meisten von euch haben WhatsApp. Ich schaffe nicht mit WhatsApp. Ich lese die Nutzungsbedingungen, bin nicht damit einverstanden. Deswegen gibt es bei mir kein WhatsApp. Ich weiß, die wenigsten haben Lust zum Lesen. Und deswegen kann ich Geschäfte machen mit Leuten, die nicht lesen. Und es ist die höchste Form von Betrug, Merkur, Schriftstücke, Versprechen mit Neptun. Das hat auch was mit den Medien zu tun. Deswegen nenne ich das immer Bauernfängerei am 25. Vielleicht hat der eine oder andere auch ein paar Konzentrationsstörungen, die dann Gründe für irgendwelche Fehler oder Fehlentscheidungen sein könnten.
Vorsicht auch vor falschen Propheten in der Außerwelt. Es geht vor allem um Vertuschung, Falschmeldung, mediale Skandale treten in Erscheinung. Wenn ich auch in YouTube sehe und die Börsensacher, ich lese immer Bullrun, Bullrun. Ich sehe es anders, mehr zum Video, und deswegen jeder von euch, der irgendwo an der Börse an Coins irgendwo investiert, nehmt euch so ein Video, es gibt seriöse Unternehmen, nehmt es euch zum Nutzer, aber bitte verlasst euch immer auf euch selbst. Das steht in eurem Horoskop, in jedem Lebensplan. Du bist der Meister deines Lebens. Ein anderer ist nie schuld, er löst nur etwas auf. Wenn du nicht liest und deinen Kopf einschältst, aus irgendwelchen Gründen, dann ist es immer dein Thema, aber nicht das Thema des anderen. Einen sehr, sehr starken Verhandlungsaspekt haben wir mit dem Bündnis zwischen Merkur und Pluto, das am 26. stattfindet. Durch Scharfsinn und Genauigkeit sind klärende Gespräche begünstigt, was die persönliche Durchsetzung dann richtig verstärkt. Es ist eine perfekte Zeit für Verhandlungen im Bereich der Finanzen und auch Verkäufe. Aber immer Vorsicht, es geht um die eigene Verantwortung. Es ist gut möglich, weil mit Pluto, da wird so ein bisschen in die Katakomben gegraben, und da will man die unterste Schublade nach oben bringen, und so können Geheimnisse gelüftet werden und Lügen enttarnt. Schaut euch mal den Merkur an. Er wird von alle Seiten bequatscht. Unser Job ist es, die Realität zu erkennen und die positive Vorteile zu nutzen. Ansonsten stehen ab dem 26. September die Energien auf eine sehr erfolgreiche Zeit. Merkur wechselt dann in das Zeichen Waage, ich kann auch sagen Eiermann, und bleibt bis zum 22.10. Verzeiht mir, wenn ihr Waage geboren seid. In diesem Zeichen ist Merkur ein Diplomat, man geht Streit aus dem Weg. Es ist so eine Zeit, wo man immer versucht, fair Konflikt irgendwo zu lösen. Es geht wirklich diesmal um Fairness und nicht um Masaton, du machst, was ich will. Wo es im Bereich der Verhandlungen, ich sage jetzt Israel, USA, wo es nur um Befehle und Anweisungen geht. Hier könnte es echte Friedensverhandlungen dann geben, aber es ist so ein bisschen ein Eiertanz. Man möchte keine klare Entscheidungen treffen. Ideal ist diese Zeit, um kreative Fähigkeiten einzusetzen, vielleicht auch in Form von Redekunst, von Sprache, von Schriftstücke. Früher sagt man, so wie ich aufgewachsen sind, Schwätzer, jetzt nennt man Speaker, das ist offensichtlich eine neue Berufsgruppe. Jeder hat so seine eigene Wahrnehmung. Nutzt aber die Zeit, vieles kann nämlich gelingen, und in der Zeit kann man so mit Schaum und Leichtigkeit alles einsetzen. Wenn Mars und Saturn zusammenspielen am 30. lassen sich Widerstände nach und Stück für Stück beseitigen. Und wir haben die Möglichkeit, eine stabile Grundlage für unsere Zukunft zu schaffen. Diese Planetenkonstellation hat eine Mindestwirkungszeit 5 bis 6 Tage plus Minus. Diese Planetenverbindung, die verleiht also große Ausdauer für tatkräftiges, entschlossenes Handeln. Und da können dann auch die Entscheidungen getroffen werden, wenn du zufällig nicht noch Merkur im Zeichen Waage in deinem Horoskop hast und dich entscheiden kann. Es geht auch um neue Handlungsstrategien, um neue Ziele, die du festsetzen kannst. Na, machst du das so oder machst du das
irgendwie anders. Sonne und Merkur umarmen sich im Zeichen Waage. Ihr seht es grün eingezeichnet. Und es ist die Zeit, wo man Planungen und Gespräche neu begehen kann. Und alles steht unter einem guten Stern. Wir erhalten ganz wichtige Informationen oder erfahren etwas Neues, was uns zum Nachdenken anregt. Nutzt die Möglichkeit, um persönliche Standpunkte zu vertreten, die euch an eurem Herzen liegen. Gegenüber von Lilith, ihr seht in dem grünen Kringel, habe ich noch Lilith eingezeichnet, steht gegenüber vom Zeichen Mondknoten. Mondknoten ist immer etwas karmisch. Hier geht es um die Rebellion gegen gesellschaftliche Normen. Es ist zu erwarten, dass es hier um mehr Freiheit und auch um Freiheitsrechte geht, vor allem auch um die unterdrückte Weiblichkeit. Vielleicht sehen wir auch einiges aus den islamischen Ländern. An dieser Stelle ein Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder vielleicht auch inspiriert. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, wie viele Kollegen da auch immer gerne zuschauen und neu inspiriert werden. Ich wünsche euch einen ganz großartigen Monat voller neuer Möglichkeiten. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, für Beratungen stehe ich zur Verfügung, eure Jasmin.